So, da bin ich dann wieder hier in Krausers Basislager. Ne, und mache mich jetzt mal langsam auf den Weg, ne, wo auch immer ich hier hin soll. Ne, der Weg zum Zwischenziel. Ne, wobei, da ist doch auch noch irgendwas. Ich weiß ja jetzt nicht, vielleicht komme ich ja hier so... Ja, wir werden es erleben, nicht wahr? Ich ärgere mich ein bisschen über den Smaragd, den ich da wohl zurückgelassen habe, irgendwo. Dabei habe ich das Gefühl, ich gucke schon ständig auf die Karte. Na gut, aber was soll's, ne? Nachladen. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon Magnum-Munition hergestellt. Was will mir diese dezente Blutspur sagen? Hm. Des einen Knarre des anderen Leid, Fremder. Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Das ist, was ich derzeit habe. Hey, das Ding hat zwar nur einen Schuss. aber es wird lustig, ne? Aber ich will die Kohle nicht dafür ausgeben. Das habe ich nicht immer vorrätig, Fremder. Besser zu gut vorbereitet. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Weiterhin viel Glück, Fremder. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Der bringt mir auch nur 2500, glaube ich. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Komm jederzeit wieder. Ja, aber immerhin kann ich dir ein bisschen was drücken. Willkommen. Ein Goldplättchen. Ich kaufe fast alles. Besten Dank. Na dann, eine angenehme Reise. So haben sie mich gekriegt. Ich wollte nicht zurücklaufen, um zu speichern, und hätte echt nicht damit gerechnet, dass hier jetzt noch so einer kommt. Ah, okay, was soll's. Okay, was habe ich jetzt hier? Ich bin gar nicht mal so gut bewaffnet irgendwie, ne? Mehr Schießpulver. Pulvermunition, MP-Munition. Oh weh. Was soll schon schief gehen, ne? Hab auf dich gewartet, Rookie. Oh, machst dir Sorgen um die Kleine, ist es das? Sieht dir ähnlich. Du hattest immer ein schlechtes Urteilsvermögen. Aber wenn du glaubst, dass du hier lebend durchkommst, bist du noch naiver, als ich dachte. Du kannst sie nicht retten. Du kannst niemanden retten. Hören Sie auf, Krauser. Für diese Verrückten zu arbeiten, bringt niemanden zurück. Und wozu überhaupt? Rache an der Regierung? Hätten Ihre Männer das gewollt? Rache
Du denkst, ich mache all das für Rache? Darum geht's hier doch, oder nicht? Dort, in dem Dschungel, ist mir was klar geworden. Das Wichtigste in dieser Welt ist reine, unverfälschte Macht. Los Illuminados gaben sie mir. Sie waren immer ein Arsch. Aber sie waren ein Mann von Ehre. Von Stolz. Sehen Sie sich an. Genug geredet. Ausrücken und Feuer frei, Soldat! Bang, bang. Schwing die Hupe, Rookie! Hab ja keine andere Wahl. Viel zu langsam! Was ist los mit dir? Zeig keine Gnade! Der tatsächlich einen Bogen mit Sprengaufsätzen, ne? So Rambo-Style. Sowas. Komm besser in die Gänge. Wer weiß, wie es der Kleinen geht. Ich hab diesen Parcours von dem anderen Spiel da. Bestimmt auch total geil, wenn man da auf Zeit hier spielt. Wenn man ja halt ne, die Zeit schaffen will. So unter der. Ging's schon. Über 5,5 Stunden. Weißt du noch, der Kampf im Dschungel? Wir haben es gerade so lebend rausgeschafft. Hör auf dein Bauchgefühl, nicht denken. Das war das Erste, das sie mich lehrten. Dann gab es hier so schäbige Roboter. Minen. Dieser Ort ist eine einzige Falle. Hier habe ich keine Chance. Na, schlimm. Ja, klar. Seufz. Kostet doch alles nur unnötig Zeit hier.
gestorben. Mit Guerillataktik kenne ich mich aus, weißt du noch? Overacting. Wie könnte ich das vergessen? Shit. Ich denke, ich brauche hier so viel gar nicht machen. Ich muss nur irgendwie schaffen, durchzukommen, ne? Keine Ahnung, wo ich hier hinrenne. Zugegeben, dass du bis jetzt überlebt hast, verdient Anerkennung. Ich wäre tot, hätte ich weiter auf Leute wie sie gehört. Der Tod holt die Feiglinge genau wie die Leichtsinnigen. Welcher bist du? Keine Ahnung. Ich frage ihn, wenn ich ihn sehe. An deiner Stelle würde ich mich ranhalten. Denk an die Kleine. Tatsächlich Medizin angeschafft. Sicher, dass wir keine Verschnaufpause brauchen? Der Arm muss höllisch wehtun. Neue Wunden sind der beste Weg, die alten zu vergessen. Sie ziehen das echt durch? Es ist noch nicht zu spät. Wir beide sind zwei Seiten derselben Medaille. Und der Blick auf die Dinge wird immer verschieden sein. Der ganze Weg hierhin. Und du hast nichts dazugelernt. Sind wir fertig, Krauser? Wie oft hab ich dir gesagt? Du bist zu weich, um zu tun, was nötig ist. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, Rookie. Das würde erklären, warum ich hier bin und tue, was nötig ist. Zeit für deine Abschlussprüfung. Sehr schön. Fällt gerade auf, ich habe die Magnum gar nicht in der Tasche. Ne, ups.
So, ich könnte hier drauf drücken. Ich glaube, das heilt ein bisschen und stellt auch gleichzeitig ein bisschen wieder her. Das ist die Macht! Jetzt sind sie endgültig durchgedreht. Das soll also ihre wahre Kraft sein? Ich würde mein Geld zurückverlangen. Du wirst ein freches Unverstand. Aber der Kampf ist besser als im herkömmlichen Spiel. Also kommt mir irgendwie ein bisschen, ich meine, ist immer noch dämlich, aber ein bisschen fairer, glaube ich. Ich bin sowas von ausgewichen. Ich kann's kaum erwarten, dich zappeln zu sehen. Du willst mich doch nur ärgern. Wir sind noch nicht fertig. Das wird deine letzte Lektion. Nein. Wird Zeit, dass der Lehrer was lernt. Oh, wie zuversichtlich. Greif an, Luki! Okay. Bist du bereit, Rookie? Bringen wir es zu Ende. Bin nicht überrascht, dass du so weit geschafft hast. Nicht schlecht, aber so viel hatte ich mindestens erwartet. Immerhin weiß ich besser als jeder andere, was in mir steckt. Verdammte Schande, dass du die Wahrheit nicht sehen kannst. Wie lange hast du denn noch vor, in diesem primitiven Körper zu kämpfen? Bis die Mission erfüllt ist. Hätten sie einst auch so gesagt. Du musst aufhören, in der Vergangenheit zu leben. Sterbe ist alles. Oh, Moment. Nee, wir haben ja alle Zeit der Welt. Wenn sie so weitermachen, gibt es bald nichts mehr zu beschützen. Früher hätten sie das gewusst. Genau da liegst du falsch. Ich wusste gar nichts. Jetzt schon. Du kannst diese Macht nicht verleugnen. Stell dir vor, über welche Stärke du verfügen könntest. Und zu so einem Freak werden wie sie? Das soll wohl ein Scherz sein. Immer versuchst du das letzte Wort zu haben. Komm her, ich treib dir das schon noch aus. Also der drückt mir hier aber trotzdem ganz schön was rein, du. Er hat mir dich geschickt, statt irgendeinen dahergelaufenen Versager. Greif mich an, Rookie!
Zeig mir, was du hast, das ich nicht habe! Hör nicht auf! Du hast deine Befehle! Immer noch zu lassen! Oh, tödlicher Knieschuss, oder? Okay, enttäuschend. Der Knieschuss meine ich jetzt. Tu, was du tun musst. So ist gut. Hab dich gut trainiert. Leon. Haben Sie, Major. Das haben Sie. Oh, schön. Den Mordszachel. Ist jetzt erst aufgefallen, dass wenn ich laufe und auf R1 drücke, dann dreht er sich immer, also mit der Kamera, in die richtige Blickrichtung. Ja, was soll ich sagen? Also der Kampf, der war geradliniger und dadurch war der ein bisschen besser als den Scheiß, den man in dem anderen Ding hatte. Ne? Trotzdem war er total übel. Ganz schlecht einschätzen. Was ich denn so brauche. Nee. Ach nee, Krauser, ne, nicht Bowser. Oh, ungewöhnlich. Die mutieren doch für gewöhnlich immer weiter. Ah, Moment, ich wollte jetzt eigentlich... Aufbewahrung. Da ist meine Magnum. Aha, also erste Hilfsspray kann ich tatsächlich. Auch einlagern. Mal so aus Scheiß.
Überlege ich mal, ich habe mein Messerchen ja auch hier. Ja, das habe ich auch ein bisschen aufgewertet. Jetzt habe ich allerdings seins in der Tasche. Aber auch da sehe ich einen Haltbarkeitsbalken dran. Werde das Einsatzmesser von ihm erstmal verstauen. Das würde ich dann in so einem nächsten Durchgang eventuell aufleveln wollen. Die W870, die ist ja, die ist irgendwie einfach zu praktisch. Oh, noch mal. Das ist der SR 82. Ergibt das auch einen Erfolg, wenn man ein Spiel mit 100 Mal speichern? Aber dafür ne, machbar. Wir machen auf jeden Fall noch ein Stückchen weiter. Wie gesagt, das ist dem Speichern. Trotzdem irgendwie ein bisschen doof. Weil ich gleich auslogge. Man kann ja nur an den Speichern-Fuzzis speichern. Also muss ich mindestens... um Berggipfel gehen. Was wollte ich machen? Den hier misse ich mir dann auch wieder an den Schnellzugriff. Die Verteidigung ist nicht ohne. Das muss das Heiligtum sein. Ashley. Die Anlage, die man wie gesagt vom Mond aus sehen kann, die Geheimanlage. Welche man nicht mit Drohnen hätte weghauen können. Moment, das ist mir jetzt auch nochmal ein ganz kurzes Anliegen. Ich wollte mal eben hier in die Aufträge reingucken. Die Vorsicht vor dem Hund ist gescheitert, das ist mir bewusst. Die haben wir erledigt. Juwelendieb ist also auch gescheitert. Gestohlene Schmuckstücke zurückholen, das war mit der Krähe und dem Nest. Schande der Familie. Ach, okay, ja, das wollte ich nur wissen. Ist auch gescheitert. Na, ab einem bestimmten Punkt ist man wohl nicht mehr zurückgekommen. Auch gescheitert. Ja, noch mehr Nager da unten wollte ich nicht. Okay, aber dann trotzdem hauptsächlich die meisten Aufträge tatsächlich haben wir ja hingekriegt. Das ist ja auch schon mal was. Ah, ja. Was soll ich sagen? Mein Glück, euer Pech. Die Arbeit ruft. Okay, gucken wir nochmal ganz kurz. Oh, was kann ich dir Gutes tun? So, ein paar Flocken haben wir in der Tasche. Habe ich sonst was zum Verkaufen? Schraubenschlüssel, Schlüsselkarten. Tunen. Erstmal reparieren. Geh sorgfältig damit um, okay? Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Ja,
Ich weiß, Sturmgewehr. Also ich benutze es zwar als Scharfschützengewehr, aber ne, wenn man irgendwie die großen Gegner hat, auf Entfernung. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Hätte es tatsächlich auch das hier interessiert. 80.000. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ja, guck mal, geil. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. Da kommt die jetzt mit an, aber ist im Sonderangebot. Nur für kurze Zeit, 40% Rabatt. Die verarschen mich in dem Spiel kontinuierlich. Ganz ehrlich, wenn du eine Waffe brauchst, dann die. Ja, danke. Wäre das dann abkommen, jederzeit. Jetzt habe ich mir gerade die hier rausgeholt. Jetzt kommen sie mit dem Ding, ne? Die Killer 7, eine vollständig aus rostfreiem Stahl gefertigte Magnum. Ja. Kann es in Sachen Feuerkraft aber locker mit modernen Schusswaffen aufnehmen, ne? Aber ist halt eine lahmarschig, aber ist egal. Ja, das ist sogar eine mit Zielfernrohr. Ich könnte natürlich trotzdem beide behalten. Also ich meine, da sind 7 Patronen drin, hier sind 6 Patronen. Geht mir um die Patronen. Selbst da haben wir ein bisschen was drin. Ja, ja. Ich denke, wir werden das schon alles loswerden. Wir gehen ja jetzt immerhin in Richtung Boss, glaube ich, hier, ne? Ja, da würde ich die Magnum schon einsetzen. Ja, wie gesagt, für euch ist es ein bisschen doof, ne, weil das Video jetzt hier ein Hauch kürzer ist. Ich mache das aber einfach. Ne? Ich speichere jetzt hier ab. Bum, 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 bum. Und gehe davon aus, dass das jetzt nicht mehr allzu lange dauern wird. Wir werden uns jetzt noch da durchkämpfen müssen, schätze ich mal. Ja, und dann ne, gucken wir mal, dass keiner guckt. Heilung. Sieht okay aus. Granaten. Weiß nicht, ob ich das... komische biosensorische Zielfernrohr noch brauche an der LE5. Bei LE5. Aber kann ja immerhin sein, dass nochmal so ein Schlappriegen kommt, ne? Würde ich mir überlegen, ne? Im Zweifelsfall beim Endboss. Dann würde ich dann sagen, nehme ich das Ding ab. Okay, ja, aber das war's dann, Freunde. Ja, scheiße. Ja, trotzdem, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns dann ja, im nächsten Video. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich bin der Chris von IAM Korgen und ich sag mal...